alle Katholiken unter Ihnen sollten die Stelle auswendig kennen. Sie ist dreimal zu beten beim Läuten des Angelus. Also hat der Engel gesprochen: Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade. Luther wird 9 Jahre später im Sendbrief zum Dolmetschen schreiben, das geht überhaupt nicht. Luther weiß nämlich, dass man nicht nur korrekt übersetzen muss, sondern bei den Worten auch das Assoziationsfeld mit zu berücksichtigen hat. Welche Gefühle erregt ein bestimmtes Wort? Die Deutschen würden bei voll der Gnade, schreibt er im Ernst, augenblicklich denken an ein gefülltes Bierfass. Also kann Maria nicht voll der Gnade gewesen sein. Das kann man sagen, wenn sie aus dem Wirtshaus kommen. Das ist nicht die Botschaft eines Engels, sagen sie selber. Tatsächlich stammt der Ausdruck aber nur aus der griechischen Fehlübersetzung, der lateinischen Fehlübersetzung des Hieronymus. Im Griechischen steht da, hören Sie zu, Partizip passiv perfekt eines Verbs, abgeleitet vom Hauptwort Gnade. Und das könnte man übersetzen mit du Begnadigte. Dann wäre Maria ein Galgenstrick, der in Arkansas, wo man gerade dabei ist, die letzten 6 zum Tode verurteilten Häftlinge hinzurichten, weil die Giftmittel aufgebraucht werden. Vielleicht doch noch durch ein überraschendes Gnaden die Geduld des Governors entkommen wäre. Begnadigung. So wird der Engel von dem jungen Mädchen nicht gedacht haben. Obwohl es ganz unsinnig nicht wäre, wenn sie das mit der Erbsünde nochmal sich vergegenwärtigen. Wir leben grundsätzlich aus Begnadigung. Wir könnten auch sagen, der Engel hätte gemeint, du Begnadete. Dann wäre Maria so etwas wie ein geborenes Genie. Ein Goethe oder Mozart stünde in ihr zu erwarten. Auch das meint der Engel sicher nicht. Luther schreibt, ich hätte sagen sollen. Klammer auf. Aber dann hätten die Papisten vor lauter Wut sich aufgehängt, Klammer zu. Ehe ich das sage, was Luther hätte sagen sollen, muss ich die Klammer erläutern. Die ganze römisch-katholische Lehre von Maria basiert auf diesem einen Wort, voll der Gnade. Sie haben ein Glas Wasser, wir nehmen an, wir füllen das bis zum Rand. Dann ist Ihnen deutlich, dass Ihnen dieses Wasserfläschchen oder Glas, eine Beimischung von einem Wässerchen, von Wodka, nicht wohl sein kann. Wir haben reines Wasser in diesem Glas und keine fremde Beimischung dazu. Das wäre voll der Gnade. Wenn das so ist, müssen wir sofort schließen, dass Maria auch frei war von der Erbsünde. Zu feiern am 8. Dezember unter dem Stichwort unbefleckte Empfängnis, ich sage das, weil die meisten Journalisten in ihren Zeitungen bis heute das falsch verstehen. Sie denken daran, dass Maria sexuell unberührt gewesen sei, als sie Jesus empfing. Das ist absolut nicht gemeint. Es ist die Freiheit von der Erbsünde, mit der Maria zur Welt kam, wenn sie denn voll der Gnade war, unberührt von jeglicher Sünde. Wenn aber dies, muss sie auch von den Folgen der Erbsünde frei gewesen sein. Alster ist die Sterblichkeit und die Verweslichkeit des Körpers. Wir müssen spekulieren, ob Maria wirklich gestorben ist. Die Legende sagt ja. Aber feststehen sollte uns, dass ihr Körper unverweslich blieb. Zu feiern am 15. Dezember verkündet im Jahre 1950 unter Pius XII. Maria Himmelfahrt. Die ganze Lehre der Maria folgt aus dem einen lateinisch falsch übersetzten Wort in Lukas 1. Deswegen würden die Katholiken sich aufhängen vor Wut, wenn dieses Wort ihnen genommen würde, weiß Luther. Er hat gegen die Verehrung der Maria absolut gar nichts, er verehrt sie, aber er hat etwas gegen falsche Begründungen. So hätte ich sagen sollen, vergessen wir die Papisten und ihren Zorn. So spricht der Engel, es grüßt dich Gott, du liebe Maria. Dabei gerät Luther sofort in Schwärmen. Dieses Wort haben nur wir Deutschen, erklärt er, als wäre er plötzlich ein Patriot sondergleichen. Es gibt überhaupt noch kein Deutschland, aber wir Deutsche, die Muttersprache. Natürlich hat er Unrecht. Dieses Wort haben die Franzosen, Aimé, das haben die Russen, die Jubova. Das hat jede Sprache. Auch wir Deutschen. Und jeder Mensch braucht es. Aber was Luther sagen will, ist großartig. Wenn Gott einen Engel vom Himmel zu uns schickt, würdet er zu uns reden, die Sprache der Liebe.
Und umgekehrt, wo irgendein Junge sein Mädchen in den Gassen von Wittenberg, Magdeburg, Erfurt oder sonst wo irgend in die Arme